Das Fußballjahr 2023 ist beendet mit dem Spiel beim FC Ingolstadt. Versöhnlicher Abschluss. Matthias Heinrich, der Sportgeschäftsführer und der Cheftrainer Pavel Dotschev, blicken nochmal zurück auf Ihr sehr bewegtes Jahr. Vor einem Jahr seid ihr angetreten in einer schwierigen Situation. Matthias, wie fällt denn deine Jahresbilanz aus? Ja, durchweg positiv. Also ich glaube schon, dass sich der Verein und die sportliche Situation grundsätzlich dann schon nochmal verwandelt haben. Ich glaube, dass wir die Situation, die wir jetzt haben, ja, uns vor einem Jahr vielleicht gewünscht hätten, dass wir sehr stabil unterwegs sind, dass wir uns als Mannschaft gefestigt haben, konkurrenzfähig sind. Ich glaube, das war ja auch so ein wichtiger Punkt dann auch in der Kaderplanung und in der Entwicklung der Mannschaft sowieso. Und bin zufrieden mit dem Wunsch, die Potenziale, die noch in der Mannschaft sind, dann noch weiter rauszuholen. Pavel, erst der doch letztlich souveräne Klassenerhalt, jetzt im Tabellenmittelfeld unterwegs. Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Das ist ja, glaube ich, nur der Anfang. Also wir sind noch nicht fertig mit unserer Entwicklung. Es war für mich, als ich die Mannschaft letztes Jahr übernommen habe, Dezember, war wichtig, dass wir natürlich Primärziel war Klassenerhalt. Das haben wir frühzeitig geschafft, was ich eigentlich für sehr, sehr stark finde. Und jetzt dieses Jahr ist es jetzt Mittelfeld, aber das ist jetzt nicht unser Anspruch. Klar, wir wollen immer besser werden, wir wollen uns entwickeln, wir wollen uns verbessern. Dass wir nicht immer wieder geschafft haben, durch die gute Leistung Punkte zu holen, das ist ja also eine Sache, die wir auf jeden Fall auch die Rückrunde natürlich auch abstellen wollen. Wir wollen uns noch weiterentwickeln, noch verbessern und natürlich eher nach oben zu gucken als nach unten. Matthias, deiner Einschätzung nach hat die Mannschaft mit dem grandiosen Saisonstart die Messlatte und die Erwartungshaltung damit einhergehend zu hoch gelegt? Ja, sie hat geschafft, zumindest eine Erwartungshaltung zu schaffen, die durchweg positiv war. Ich glaube, das war wichtig dann schon nach dem letzten Jahr und gerade dem, ich nenne es mal, Austrudeln der Saison 2022/23 dann schon nochmal ein Bild zu zeigen, dass wir eine gute Gruppe zusammengestellt haben, dass wir, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, so konkurrenzfähig sind und auch dann enge Spiele gewinnen können, die Jungs gut integriert haben und vielleicht hat sich das Leistungsbild ein bisschen geglättet, vielleicht das, ja, aber die Erwartungshaltung, ich glaube, die Lust auf die Mannschaft wurde geweckt, die Lust auf den Verein wurde geweckt, die Lust auf die handelnden Personen, auf die Jungs wurde geweckt und das, glaube ich, war für die Phase eine sehr wichtige Thematik, weil es ja für uns auch in der Zusammenarbeit mit Pavel darum ging, eine Mannschaft hier hinzustellen, die ja, mit der sich die Fans dann gut identifizieren können, die Jungs auch ein Gefühl bekommen, bei welchem Verein sind wir denn eigentlich und dass auch eine Wucht entstehen kann und das hast du speziell in den ersten Spielen dann doch deutlich gemerkt, dass wir das gut hinbekommen haben und dann hat man halt eine Phase jetzt, die eher dann so von Höhen und Tiefen geprägt war, aber grundsätzlich, glaube ich, hat sich so die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen auf Normalmaß eingependelt, aber ich glaube, dass wir weiter ambitioniert bleiben, um ein paar Ziele, so wie es Pavel gerade gesagt hat, dann schon noch im Auge haben. Pavel, im Januar öffnet traditionell nochmal ein Transferfenster, hat der Cheftrainer schon einen Wunschzettel abgegeben an Vorstand und Sportgeschäftsführer? Nein, nicht. Das ist ja nicht der Fall. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader. Natürlich, ich als Trainer wünsche ich mir natürlich ein und andere Alternative mehr, aber ich traue meiner Mannschaft das 100% zu, dass wir auch die Rückrunde so befestigen, dass wir so stabil sind, dass wir auch mit diesem Kader, was wir jetzt gerade haben, dass wir erfolgreich auch spielen können und auch noch mehr Punkte zu holen. Und das ist jetzt nicht zwingend für mich. Wenn wir jetzt jemanden haben, der uns über den Weg läuft und wir alle überzeugt sind, dass der zu uns passen würde, würden wir nicht Nein sagen. Aber das ist jetzt nicht unser Ziel. Und nochmal zurück zu Ihrer Frage von vorher an Matthias. Ich denke, wir haben tatsächlich sehr gut begonnen. Aber viele Mannschaften haben auch sich auf uns schon eingestellt nach gewisser Zeitraum, weil die auch gesehen haben, wo unsere Stärken sind und wo unsere Schwächen sind. Und viele haben schon riesen Respekt von uns in der Liga. Das haben wir verschafft und deswegen jetzt tun wir uns ein bisschen schwieriger bei ein und anderem Spiel, weil viele Mannschaften gehen auf uns sehr gezielt zu und sind gut vorbereitet. Aber deswegen sage ich nochmal, um gut zu bleiben, müssen wir uns verbessern und das wollen wir die Rückrunde auf jeden Fall schaffen.
Das Jahr 2023 brachte ja auch viele emotionale Höhepunkte mit sich. Wofür seid ihr beide denn am meisten dankbar im Zusammenhang mit dem FC Erzgebirge? Ich glaube, mit meinem Antritt noch der Mitgliederversammlung 22 ging es ja so auch um Geschlossenheit und um Gemeinschaft wieder vorzuleben und wieder auf allen Ebenen hinzubekommen. Und ich glaube, dass gerade mit Aufsichtsrat und Vorstand, Trainerteam, Mannschaft, Fans dazu, Sponsoren und Unterstützer des Vereins aus meiner Sicht hier wieder was zusammengewachsen ist, was auf einem guten Weg ist, was sich gut anfühlt, aber noch weiterentwickelt und gepflegt werden muss. Und wir sind ja dann schon dankbar für alle Unterstützung in schwierigen Zeiten, die jetzt dann auch um uns herum passieren, dass wir viele Unterstützer an unserer Seite wissen, dass wir Leute im Verein haben, die für den Verein arbeiten, die mit viel Herzblut dabei sind. Und am Ende sind die Jungs irgendwie schon das Herz des Vereins, das ist klar. Aber es gibt natürlich auch viele weitere Menschen, die hier total wertvolle Arbeit leisten, um das Ganze hier am Laufen zu halten. Und da bin ich super dankbar dafür, dass wir hier eine Gemeinschaft hinbekommen haben, dass wir an einem Strang ziehen und Gemeinschaft, die sich im Verein entwickeln wollen. Worauf dürfen sich die Anhänger des FC Erzgebirge freuen, Pavel, im neuen Jahr? Ja, neues Jahr, neues Glück. Also auf was sie sich freuen können oder dürfen, das werden wir natürlich sehen. Wir werden jetzt hart arbeiten. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt zwei Wochen jetzt ein bisschen Pause, aber dann 3. Januar fangen wir an mit der Vorbereitung für die Rückrunde. Und wie ich schon gesagt habe, wir wollen auch die Rückrunde auf jeden Fall mehr Punkte holen, noch mehr stabiler sein. Und auf sowas kann man sich natürlich vorbereiten und freuen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei unseren Unterstützern, die uns alles ermöglichen hier im Verein, diese schwierige Zeit, wo jetzt überall Krise sind, sind trotzdem viele Leute uns treu geblieben. Und vor allen Dingen, auf was mich auch sehr freue und auch mich bedanken möchte, sind unsere Fans, die immer wieder unsere Leistung honorieren. Und auch wenn es nicht gut läuft, trotzdem sind die auf unserer Seite. Also von daher möchte ich mich bei allen Menschen, die im Verein sind und unsere Anhänger, mich auch bedanken. Schönes Schlusswort, dabei soll es, so wollen wir es belassen, euch auch schöne Weihnachten, danke für eure Arbeit und wir sehen uns im neuen Jahr. Danke.